Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir wieder im anderen Rundchen in der Jump League und mit dabei ist die Liebe. Jenny. Hallöchen. Hi. Und der hat mal wieder ein Rundchen Jump League. Erstmal ohne Sprinten losgesprungen. Och, Jenny. Richtig professionell hier. Sei mal nicht wieder so gut heute. Tut mir leid. Dankeschön. Gewittert bei mir im Hintergrund, ganz laut. Müsste eigentlich zu mir auch noch ziehen, oder? Das Gewitter. Naja, ich glaube, das kam eher. Bei mir hat es aber auch schon geregnet ein bisschen. Aber so wirklich gewittert hat es nicht. So. Heute kurze Info für euch. Es gibt ein Jump League, sogenanntes Mega-Update. Das hatten wir jetzt schon des Öfteren. Es gibt 50 neue Jump League-Module, 15 neue Deathmatch-Maps und es gibt eine neue Wartelobby. Was mache ich denn hier? Wow. Ich bin. Also manchmal bin ich echt gut. Hast dich richtig professionell angestellt? Anstatt es einfach ganz normal und einfach zu machen. Nein, ich stell mich an. Oh man. Ja, mal gucken, ob wir davon irgendwas hier sehen werden. Wir haben eine neue Map ausgewählt, eine neue Deathmatch Map. Ich bin zu blöd. Manhattan heißt die hier. Wie gesagt, ich war gerade einfach an den Block vor mir springen, der einfach zwei Blöcke höher war. Ja, das passiert. Weil ich mir so dachte, das geht. Jenny, fuck. Nein, ich habe aber sowas ähnliches gerade auch gemacht. Na, dann ist ja gut. Bin ich nicht die Einzige. Ja, 15 neue Deathmatch-Maps, das ist echt krass viel. Bis wir die mal alle durch haben, wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Die werden wahrscheinlich auch häufiger kommen, natürlich, als. Wow. Als die ganzen Module. Weil 50 Module fallen, glaube ich, unter den ganzen Modulen, die es bisher schon hier gibt. Gar nicht mehr so auf. So, dahin. Zum Durch. Wow. Ich fall einfach runter, weißt du? Ich mach nicht mal irgendwas. Die Map, ich wollte gerade sagen. Auf ein Modul, wo man einfach hier, in der Luft spawnt. Das Modul erkenne ich gar nicht. Oder zumindest nicht wirklich. Ach man. Sieht aber interessant aus. Falls du das selbe Modul meinst. Ich weiß nicht. Das ist so mit einem lila Flausch. Hier überall. Lila Flausch, ja. Ja, nicht so flauschig, aber lila halt. Doch, ich glaube, ich kenne das Modul doch. Ich habe mich gerade einfach nur so ein bisschen dämlich angestellt. Hey. Ja, ja. Mal schön rausreden. Okay. Das haben wir auch mal geschafft. Ich mag immer, wenn man bei den Modulen während eines Weges noch so ein bisschen zurückspringen kann und nicht gleich nochmal von vorne machen muss. So. Mein Equip sieht aber. Na gut, mein Equip ist ja eigentlich. Wie sieht es bei dir aus? Schlecht. Sehr schlecht sogar. Oh. Zack, zack. Okay, Eisenhose halte ich für dich. Eine bessere Waffe theoretisch auch. Ja, die habe ich gerade gefunden, aber nur eine Eisenaxt. Also. Ich habe auch nur eine Eisenaxt. Steinschwert. Oh Gott, ich wäre fast über den Checkpoint rübergeflogen. Das war knapp. Das Modul hier ist, glaube ich, neu. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Och Mann. Die müssen auch extra viele von diesen blöden Sprüngen einbauen, ne? 3, 1 hoch. Ja. Nur um dich zu ärgern. Also ohne Witz, irgendwann bauen die Module ein, was wirklich nur daraus besteht. Aber man darf keinen Anlauf nehmen, sonst wäre es natürlich einfach. Ja, ja. Da gibt es doch schon Module, die fast so sind. So. Oh Gott, was mache ich? So, jetzt vielleicht mal. Zack, bin ich richtig bescheuert. Zack. Und ab hier sieht es nicht mehr allzu schwer aus. Der Pfeil weist mir den Weg. Ich bin froh, dass die Leute nicht meine Sicht sehen können. Sehr, sehr froh. Weil ich einfach runterlaufe, teils. So, beabsichtigt natürlich. Ich würde gerne wissen, wo. Ach, da ist die Kiste. Ich habe auch schon gesucht, ich habe Angst, die zu übersehen. Wow. Das ist ein Hammer-Modul hier, oder? Und ich habe gerade so viel Crap drin gehabt in der Kiste. Muss ich hier hoch? Ich weiß nicht, ob ich hier hoch muss. Ich muss.
Ja, so ein bisschen musste ich da, glaube ich, schon hoch. Um hier weiterzukommen. Das passt, das passt. Modul geschafft. Ach, das war Modul 9. Das war echt schlechtes Equip da in der Kiste. Mich an diese Leiter. Dafür ist das Modul hier eigentlich relativ einfach. Ja, also ich habe relativ gutes Equip. Ich bin voll Iron. Ich bin gerade beim Rennauto-Modul und ich finde das ein bisschen kompliziert. Wo ist denn hier die Kiste? Eigentlich nicht zu übersehen. An der. War das jetzt die Ziellinie? Da so springt man eigentlich direkt dran vorbei. Okay. Das versuche ich noch kurz und dann. Ich bin noch nicht im Ziel. Ne? Oh, jetzt bin ich am Ziel. Ich sehe die Kiste schon. Also ich bin fast da. Passt. Ich habe zwei Enchantment Books. Und ein Eisenbuch. Hast du einen Enchanter zufällig? Ja, habe ich. Oh. Dann nehme ich die Maya. Mhm. Alles klar. So. Ich habe einen Bogen. Ich habe keine Pfeile. Ich hätte noch zwei Federn, eine Workbench und zwei Flints. Das heißt, falls du Sticks hast, sag Bescheid. Nein, ich habe nur 7 Federn. Ich hätte Eisenschuhe für dich, Eisenhose. Pass auf, die kommt eine gleich ins Ziel. Ja, geh mal schnell. Sagen. Ich geh so. Okay. Ja, ich meine schon die ganze Zeit. Ich hab die Kiste und das reicht. Alles klar. So. Manhattan. Sieht in Manhattan steht für Hochhäuser. Manhattan aus, ja. Mega Wolkenkratzer-Map. Da hinten ist wirklich ein Reitteam. Nimm. Achso, nimm du lieber Stern später, ne? Wenn du das lieber hast. Das ist ein Reitchen, komm. Vernichten, vernichten. Pass auf. Da war noch einer am Leben. Okay. Wie viel Herzen hast du noch? Ich hab noch 5 Herzen, bekommen. Ja, dann erstmal weg. Du hast keinen Reck bekommen? Dann keine Ahnung. Aber da stand eigentlich, dass ich einen getötet hätte, aber ich habe keinen Reck bekommen. Pass auf, da kommt noch einer. Hat einen bekommen. Die hat abgestaubt. Ja, lauf weg, lauf weg! Du hast nicht genug Leben, glaube ich. Hinter uns sind auch welche. Ja, ist egal, die laufen weg. Komm, mach da raus. Ich schieß gleich sein Teammate ab. Hä, ja, bist du gestorben? Trotzdem. Ja, ich wurde abgeschossen mit dem Bogen. Dafür kann ich nichts. Hi, komm, dann töten wir die jetzt. Okay. Du läufst... Leider gerade genau vor mich. Okay, sehr schön. Aua! Tot. Pass auf! Ich komm, pass auf. Lass dich nicht umbringen. Ja, ich hab ihn davon gekillt. Das war so ein Doppelkill. Ich bin immer noch in der Mitte, ne? Wo immer du bist. Fuck! Lass dich nicht umbringen. Schau nicht in Chat. Jenny. Okay, sehr schön. Bist du auch nicht komplett raus, oder? Du bist komplett raus. Oh, das wird ja lustig. Lustig. Trollolololo. So. Ja, ich weiß nicht. Das Team lebt, glaube ich, noch. Ja. Aber die eine steht oben. Ja, ist gut so. Wir kommen jetzt schnell nicht ran. Komm, er muss sterben. Flieg! Ja, sehr schön. Er hat irgendwas rausgenommen. Ich hätte gerne die Pfeile, ich hätte gerne das da, ich hätte gerne das da. Ja, soll er ruhig, solange das Team nicht mehr existiert. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mit dem Reck ist was kaputt. Ich habe den Reck beide Male nicht ordentlich bekommen. Ja, vielleicht weil er einen abgestoppt hat. Nein, da stand ja im Chat, dass ich den getötet habe. Vor allem du hattest den Enchanter, ne? Daran habe ich nicht mehr gedacht. Ja, ich auch nicht. Das war ein bisschen dämlich. Mann, ist er nicht gestorben, als ob? Bei Jenny hat Spaß im Hintergrund. Ich glaube, das Gewitter ist gerade genau über mir. Ach, was ist mit ihm jetzt eigentlich los? Bei dem Equip braucht er eigentlich nicht drauf gehen. Ja, das mit dem Enchanter war jetzt natürlich richtig dämlich, weil... hätte man natürlich das Spiel enchanten können. Und zwar natürlich... Was ist mit ihm los? Ich will nicht abgestaubt werden. Jetzt haben wir alle noch ein Leben. Das könnte interessant werden.
Problem ist, dass er ein Feuerzeug hat und das gibt ihm natürlich eigentlich einen ganz schönen Vorteil sogar. Er ist nicht gestorben. Na, ich will nicht ins Feuer. Wenn das einmal ordentlich platziert. Nicht! Jetzt haut er auf mich drauf. Ich brauch den Reck. Ich brauch den Reck. Sehr schön. Jetzt habe ich den Reck. Das sollte eigentlich reichen. Ja, sehr schön. GG. Schön, dass du gestorben bist. Ich wusste gar nicht, dass du noch ein Leben hast und dann sofort. Hast du sofort Auerweh gemacht und dann war das weg. Ich hab Angst. Ich mach mal das Fenster zu. Mach das mal. Gut, dann wir sagen, das war's hier mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Jennys Party wünscht Jenny mal, dass sie die Nacht überlebt. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. 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 Tschüss.